Zuerst stand es in den Zeitungen. Und gleich von Anfang an wusste man, dass es anders war. Es war draußen auf der Straße. Es kam durch dein Fenster. Es war ein Virus. Eine Infektion. Du brauchtest keinen Arzt, um das zu wissen. Aber als sie dann versuchten, die Städte zu evakuieren, war es bereits zu spät. Die Infektion war überall. Ich zieh mich entspannt zurück ins Schneckengehäuse, denn reagier schon immer aggressiv auf Menschen, auf Läufe, ausgenommen jene hinter meinem Backofenglas. Von der Organmafia gesponserten Faschokratas. Und während die virale Pandemie hier fieberhaft das Land regiert, verfallen sie wie Lemminge von Innenstadt bis Randbezirk in irgendeinen irrealen Sammlertrieb. Und ich fühl mich da nicht mal ausgenommen. Nein, ich hamster die Hamstern in Gefriertruhen in blaues Polyethylen verpackt. Ziehen neben ihrer Haut noch das Toilettenpapier ab. Lagerlebern für 2 Wochen, Nieren für 1 Monat, Fleisch für 3 gepökelt mit Nitrit und Speisejodsalz. Immerhin kein Corona, dennoch ist heute Lungenstichtag. Und diesmal so, ich dezimiere damit die Dunkelziffer und die sozialen Kontakte, denn danach erreicht dich nur noch ein Medium mit Geisterspielen wie die Bundesliga. Besser bleib zu Hause, ob der Ripper oder Covid-19. Ist egal, was dich erwischt, du wirst infiziert. Ich halt mir eine Fledermaus im Vogelhäuschen. Ihr könnt den Viren entkommen, aber bestimmt nicht mir. Besser ruft die Seuchenbehörde. Riegel alles ab, schließ die Fenster, bleib daheim. Besser ruft die Seuchenbehörde. Verbarrikadier dich und lass niemanden mehr rein. Und jetzt surfen sie alle auf der Corona-Welle. Bitte, ich propagiere seit einer Dekade Social Distancing. Selbstschuld, wer sich einfach nicht an Ausgangssperren hält, endet bei mir in einer Heinrich-Hoffmann-Schauermärchen-Welt. Der Ripper in voller Montur mit Atemschutzmaske, Latexhandschuhen in den Taschen seiner Maßanzugsjacke. Spuren verwischen war noch nie leichter dank der Fernsehwarnung. In die Dexter-Morgen-Bekleidung heute als beste Tarnung. Und bitte spar dir deine Messi-Syndrom-Sprüche. Ich hab nen hohen Bedarf an Desinfektionsmittel. Du lässt dich jetzt beim ersten Grippe-Symptom impfen. Ich verzichte derzeit auf die Risperidon-Spritze und roaste kathartisch ein paar halbgare Ansichten. Löst Corona-Partys auf mit Salzsäure-Angriffen. Geht dir Corona ans Herz, die Angiografie? Glaub ich postmoderne Scherze gegen Massenhysterie. Besser bleib zu Hause, ob der Ripper oder Covid-19. Ist egal, was dich erwischt, du wirst infiziert. Ich halt mir eine Fledermaus im Vogelhäuschen. Ihr könnt den Viren entkommen, aber bestimmt nicht mir. Besser ruft die Seuchenbehörde. Riegel alles ab, schließ die Fenster, bleib daheim. Besser ruft die Seuchenbehörde. Verbarrikadier dich und lass niemanden mehr rein. Mittlerweile denkt jeder Schwanz, er befindet sich schon unmittelbar vor einer Masseninfektion. Auch mein Magen knurrt, aber noch ist es okay. Dank der Intensivbetten herrscht ihr offenes Buffet. Aber bevor ich sie braten lasse, bekommen sie nach allen Hygienestandards noch Atemmasken. Sie ignorierten lange alles bis zur Klimakrise. Kein Pardon mehr, jetzt rattert diese Kriegsmaschine. Weil ich mit Essen niemals spiele, desinfiziere ich jedes Opfer und ihr denkt, das alles ist Satire. Maßnahmen zum Schutz und ihr appelliert an Menschenrechte. Ist alles hier vorbei, hoffe ich, euch trifft das nächste Schlechte. Zum Beispiel ich, dann lass ich Blutspenden fließen oder entsende selbst ein paar genmutierte Viren. Also zeigt etwas Vernunft und bleibt besser daheim zu eurem Schutz und tragt damit etwas zum Weltfrieden bei. Besser bleibt zu Hause, ob der Crazy oder Covid-19. Ist egal, was dich erwähnt. Du bist infiziert. Ich halt mir eine Fledermaus im Vogelhäuschen. Ihr könnt den Viren entkommen, aber bestimmt nicht mir. Besser ruft die Seuchenbehörde. Riegel alles ab, schließ die Fenster, bleib daheim. Besser ruft die Seuchenbehörde. Verbarrikadier dich und lass niemanden mehr rein. Die Militärposten wurden überrannt. Und dann begann der Exodus.